Hi und herzlich willkommen zu Part 12 unseres werdeberühmt Let's Plays mit der lieben Hazel. Ja, im letzten Part, meine Lieben, haben wir den Abschluss gemacht. Zumindest mehr oder weniger. Also, unsere liebe Olivia hat ja schon ihren Abschluss. Die hat ja hier einen Masterstart hingelegt. Und ja, Billy, das lief nicht so gut bei ihr. Also, sie hat keinen guten Abschluss gemacht. Aber das passt schon. Die wird trotzdem bestehen. Und Hazel hat einen sehr guten Abschluss sogar gemacht. Und ihr habt mir in den Kommentaren geschrieben, dass sie erst fertig sind mit der Highschool, wenn ich sie dann altern lasse. Aber ich möchte ja unbedingt noch Hazels Bestreben abschließen. Uns fehlt nicht mehr viel. Wir werden jetzt ihr Bestreben abschließen in diesem Part. Und vielleicht schaffen wir es schon, in diesem Part dann auch in die nächste Stufe zu starten, indem wir sie dann zu jungen Erwachsenen werden lassen, umstylen natürlich ein bisschen, und dann in die Uni starten. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wir gucken mal, wie weit wir in diesem Part kommen, denn das Bestreben müssen wir jetzt noch als Teenager abschließen und ich glaube, das schaffen wir. Sollte kein Problem sein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß für diesen Part und let's go! So, die liebe Hazel und die Billy sind beide noch in der Schule. Ich lasse Hazel jetzt mal pieseln. Oder sie ist schon irgendwie pieseln. Okay, sie ist schon pieseln. Nee, mach doch gescheit. Entschuldigung, geh doch bitte gescheit pieseln. Mach doch gescheit jetzt. Okay, genau. Sie war jetzt auf jeden Fall pieseln gewesen. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz. Genau, ihr Bestreben. Wir müssen 5 Outfits auf Trendy anbieten und bei einer organisierten Party Gold verdienen. Easy Street, Leute. Easy. Wir werden jetzt erstmal die Artikel auf Trendy anbieten. Lasst mich mal gucken. Neutral. Gut, es ist aber auch eigentlich voll wurscht, ne? Weil wir haben ja eh gesagt, wir machen das jetzt alles ganz anders. Das ist alles belanglos. Sie soll jetzt erstmal 5 Outfits auf Trendy verkaufen. Und eins davon wird sie jetzt nochmal anziehen und hypen. Geht gar nicht, ne? Doch, das da. Das kann sie tragen. Wir nehmen jetzt einfach mal 200 Simoleons hierfür. Und Outfit auf Trendy verkaufen. Machen wir 200 dafür. 200 hierfür. 200 auch dafür. Ja, das machen wir super. Okay, jetzt hat sie 5 Artikel auf Trendy angeboten. Perfekt. Jetzt haben wir das schon mal. Dann lasse ich sie dieses eine Outfit tragen und auch bewerben direkt. So, perfekt, ihr Lieben. Wir haben ja morgen nochmal den letzten Abschluss. Ball. Okay, wie können wir diese Party veranstalten? Was wird dafür gebraucht? Klicke auf das Telefon, um ein Partyereignis zu planen. Wenn das Ereignis beginnt, erfülle die auftauchenden Ziele, um die höchste Punktzahl zu erreichen. Ja, okay, wir werden das tun jetzt. Wir haben immerhin Freitagabend, da kann man nochmal eine Party schmeißen, oder? Ja, doch. Ja, gesellschaftliches Ereignis planen. Do it, girl! A fancy plams? Heißt so viel, wie ich möchte eine Party veranstalten. Ob es eine Hausparty ist, die wir veranstalten, ob das zählt? Ich hoffe es sehr. Also wir wollen natürlich, warte mal, die Gastgeberin ist nur Hazel. Gäste, da werden wir jetzt natürlich ein paar Leute einladen. Natürlich Billy, Olivia sowieso. Clemens Frost nicht. Jeb werden wir einladen. Jason werden wir einladen. Caleb natürlich. Wir werden auch Timothy einladen. Und Luis und Savannah. Hiroshi. Er soll halt Mick auch kommen, mein Gott. Der hat bestimmt wieder geschrieben, dass er gerne kommen würde. Entertainer werden wir... Wir haben kein Geld, ne, um jemanden einzustellen. Das machen wir alles selbst. Und das wird in der WG stattfinden. Oh, ich hoffe, das klappt mit diesem Partyereignis. Ja, das wäre natürlich schade, wenn es jetzt nicht klappt und wir den ganzen Abend eine Party geschmissen hätten. Aber wir probieren es einfach aus und versuchen auf jeden Fall Gold zu schaffen. So, sie soll flirten. Dann flirten wir natürlich mit unserem Gast, mit ihm hier, mit Caleb, mit dem wir sowieso so ein bisschen verlauft sind. Hey, was ist mit dir los? Und Jason sagt jetzt, hey, was, Jeb sagt jetzt, was ist denn mit dir los? Ach, schon in Ordnung, alles okay. Ich bin nur ein bisschen sauer heute. Kannst du bitte dein Handy weglegen? Ich möchte gern mit dir flirten. Okay, das klappt. Nochmal flirten und nochmal flirten, weil, also, einmal reicht ja nicht. Oh, ich habe den Wonderful Whims wieder drin. Okay, aber ich dachte, da käme jetzt ein Attraktivitätsalarm. Dieser Sim ist total unwiderstehlich. Hazel ist total verliebt in Jeb. Und er hat minus Flirt, okay. Flirte doch nochmal mit ihm. Nein, zurück! Für kommen danken. Hey, Monty Mock Grusel will was von uns. Oh, ja. Wie geht denn das? Ich bin immer noch kein Verkaufsprofi, ne? An Verkäufer versenden für 200 Simoleons. Das ist ja großartig. Mach das mal, Girl. Was haben wir denn da für ein Fest geplant? Warum müssen wir uns denn küssen? Naja, dann kann Billy vielleicht mal ein paar Drinks machen. Kannst du das irgendwie für die ganze Runde machen? Dann mach doch mal so ein paar Drinks. Wieso kann sie an der Bar arbeiten und die anderen nicht? Hm. Dann mach dir mal dein Lieblingsgetränk. Und du dir bitte auch. Dir ist ein bisschen kalt. Na, dann geh doch auf Toilette, Billy. Alles gut. Nee, wir müssen uns heute definitiv frei nehmen.
mitnehmen von der Arbeit. Also wir haben heute wichtige Dinge zu tun. Business, 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 Leute, Business. Wichtige Dinge. Genau, du gehst auf Toilette, Billy. Wir trinken hier. Olivia, möchtest du auch noch einen Schluck? Komm, do it. Sims gleichzeitig Spiele spielen lassen. Okay, dann werden wir mit Jason was spielen. Können die beiden auch irgendwas zusammen spielen? Vielleicht Ball kicken? Ist das ein Spiel? Okay, das haben wir. Sims gleichzeitig verspielt sein lassen. Oh Gott, das wird kritisch. Können wir einen Kinderkanal sehen? Sie ist sehr kokett. Och, girl. Comedy-Kanal oder Kinderkanal? Können jetzt alle zusammen den Kinderkanal sehen? Ja? Kaminkanal ist ja auch süß, ne? Nee, wir wollen jetzt zusammen den Kinderkanal schauen. Leute, ich schaff's nicht. Ich kann gar kein Storytelling machen, weil das so ein Stress ist. Oh, wir haben Gold. Ja. Bitte lass das zählen, ey. Das wäre so schade, wenn es nicht zählt. Hi, Mick. Oh, ich freue mich voll, dass du mich eingeladen hast. Mensch, zu Hause bei den Eltern ist so langweilig manchmal. Ich meine, ich bin gerne auf dem Hof, aber ich freue mich, dass du mich eingeladen hast, damit ich deine Freunde noch kennenlernen kann. Ja, ich habe mir das ein bisschen zu Herzen genommen, was du gesagt hast, dass wir so wenig miteinander zu tun haben und so. Und dann habe ich mir halt gedacht, Mick, kannst du ja auch mal vorbeikommen. Es ist ja auch in Ordnung. So, was ist jetzt? Auf was wartest du? Auf einen Kuss? Oh mein Gott! Aber, warum ist Dad hier zu Besuch? Ob er schnell gehen möchte? Wir schmeißen hier eine Hausparty. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, und jetzt müssen wir noch, ja, 250 Follower auf Sozialhase. Sozialhase. Weiß gar nicht, wie viele Follower wir da überhaupt haben. Wo sehe ich denn das? Machen wir mal eine Story, ne? Dann taggen wir die Sims, weil wir eine krasse Party machen. Jason eine kokette Nachricht. Billy eine lustige Nachricht. So, okay, wo sehen wir jetzt unsere Follower? Sozialhase. Wie sehe ich denn das? Ach, steht bestimmt dabei. Wow. Sammel Follower auf Sozialhase, indem du einen Beitrag postest, auf einen Beitrag reagierst oder Direktnachrichten verschickst. Die Verwendung von Trendy, Simstagram und Nebentätigkeiten kann auch dazu beitragen, Follower zu gewinnen. Wähle das Telefon, klicke auf Sozialhase, öffnen, um die Followerzahl zu sehen. Ja. Wo ist denn meine... Ach so. Hä, aber wir haben so viel Follower. Wieso aktualisiert sich das jetzt nicht? Wir haben ja schon so viele, weil wir krass sind nämlich. Naja, wir könnten noch ein bisschen auf Beiträge reagieren und sowas. Vielleicht aktualisiert sich's dann. Wir finden unsere eigene Stories natürlich toll. Oh, jetzt habe ich auf Jeb mit Herz reagiert. Okay, das aktualisiert sich jetzt hier aber auch nicht instant. Naja, wir beobachten das Ganze. Sie kann auf jeden Fall nochmal ein Selfie posten. Oh mein Gott, ja. Und dann schreibt sie einfach dazu, die perfekte Party und postet das Bild. Do it, girl, come on, wo ist dein Telefon? Das kannst du jetzt hochladen. Wo ist denn dein Selfie? Ist es das? Nee, wo ist es denn? Halt, nicht schlafen, ich will doch dein Bild posten. Platziere Fotos zunächst in der Welt, um sie zu posten. Hä? Auf Simstagram hochladen. Wir haben 76.000 Follower einfach. Das ist so insane viel. Verrückt. Hä, sie hat es jetzt immer noch nicht versendet. Nee, girl, du musst es jetzt noch an den Verkäufer, an den, hier, der das kaufen will, verschicken. Okay, gut gemacht. So, und dann kannst du dich bitte wieder hinlegen. Du bist müde, gell? Ja, oh, du musst doch pieseln. Okay, pieseln, schlafen. Morgen ist Abschlussball. Billy hat sich auch schon ins Bett gelegt und unser Girl hat noch was gegessen und legt sich jetzt auch schlafen. Sehr schön. Und dann können wir vielleicht mal gucken. Nö, das passt eigentlich. Dann alle ins Bett. Ist noch jemand hier? Ich höre doch noch irgendjemand. Oh, Jason hat sich bei uns oben auf die Couch gelegt. Er ist ein richtiger Gentleman, Leute. Er will nicht bei ihrem Bett schlafen. Er schläft oben auf der Couch. Ich find's einfach süß. Okay, du gehst bitte jetzt auch. Es genügt mir, ne? Abmarsch. So, die Männer sind außer Haus. Sehr schön. Und die Mädels schlafen jetzt. Und Agnes Knautschgesicht möchte mein Paket erhalten. Ja, Agnes. Leute, jetzt langsam läuft's. Merkt ihr was? Jetzt läuft's aber hier mit Trendy. Du. Also, jetzt läuft's aber. Wer hat denn unsere Mülltonne eigentlich umgeworfen? Ich frag ja nur. So, 200 Simoleons. Also, das verstehe ich nicht, ne? Wie das mit dem Sozialhasen ist. Vielleicht müssen wir jetzt insgesamt... Oh, da will schon wieder jemand was von uns haben. Ey, das ist so crazy. Hä? Jetzt aber auf einmal. Ja, verschickt es mal. Da müssen wir ja bald neue Klamotten machen. Komm, Girl. Wir haben ein richtiges Business. Die Sachen verkaufen wir auch. Ja, für 200 natürlich. 200 natürlich. Für 250. Hat es jetzt geklappt? Ja. Und das verkaufst du bitte. Ja, richtig cool. Aber es wundert mich trotzdem, warum das hier nicht funktioniert. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen, weil eigentlich würde ich sie jetzt gern altern lassen. 250 Follower auf Sozialhase besitzen. Aber es kommen ja auch irgendwie keine neuen dazu, ne? Vielleicht, wenn ein oder zwei neue dazukommen würden. Wir gehen mal in den Bubble Tea Shop und da gucke ich mal, ob wir vielleicht irgendwas
Trendiges bewerten können, weil man kann ja solche Sachen auch auf Sozialhase posten. Wir gehen mal gucken, ob das irgendwie geht. Geh mal hier hin und warte mal, bis da jemand kommt, der den Laden hier öffnet. Warum bist du denn so wütend, Girl? Warum geht die Frau jetzt wieder? Wir wollten eigentlich was, also ich hätte jetzt eigentlich gern mal, also kann da jemand arbeiten kommen? Jetzt können wir Essen bestellen, dann bestell dir mal so Veggie-Burger. Oh, da ist ein Captain! Ein Pilot! Und dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie blocken können oder irgendwie bewerten können. Können wir nicht. Ging das nicht irgendwie am Riesenrad oder sowas? Nimm an Events teil. Na gut. Das ist die Second-Hand-Besitzerin auf jeden Fall. Boah, stinkst du, Hazel? Oder ist das dein Outfit? Nee, das, du stinkst. Wir könnten nochmal runter zum Riesenrad gehen, weil ich glaube, da konnte man Sachen posten. Das machen wir. Wir gehen zum Riesenrad. Lifestyle bewerten. Du brauchst einen Computer, um dies zu tun. Wow. Soll ich jetzt kann auch ein Laptop, aber ich... Wie soll ich ein... Hä? Wie geht sowas? Vielleicht ein Tablet, ha? Ist zwar nicht ganz günstig. Warte mal. Ich versuche ihr das mal zu geben. Kann sie das mal einstecken? Dieses Objekt gehört nicht Hazel. Hä? Natürlich. Ich habe ihr das gerade gekauft. Wow. Weil wir auf einem anderen Grundstück sind. Ich bin nicht so schlau manchmal. So, sie ist jetzt auf dem Jahrmarkt und ich habe jetzt das Tablet besorgt. Es wäre halt jetzt schon cool, wenn sie da irgendwie was blocken könnte, ne? E-Book, Simster, Sozialhase. Öffne mal Sozialhase. Oder ist es jetzt so, wie wenn sie es am... Ist es so, wie wenn sie es am Handy öffnen würde, gell? Das ist doch blöd. Da kommt jemand zum Arbeiten. Können wir jetzt... Wieso können wir den Lifestyle nicht bewerten, Mann? Ich will deinen Lifestyle bewerten. Das ist so blöd. Ja, dann fahr halt mal Bahn und dann bewerten wir das mal. Komm. Entschuldigung. Hey, so, du legst jetzt aber nicht dein teures Tablet da einfach hin. Das hat 700 Simoleons gekostet, Fräulein. Wenn du gefahren bist, nimmst du das wieder mit. Komm hierher, nimm dein Tablet in die Hand. Ist heute nicht auch Abschlussballfest? Also wir haben 489 Follower. Irgendwie wirkt das ein bisschen buggy. Ich frage mich, ob wir gerade einfach mal Sozialhase deaktivieren sollten, um es dann wieder zu aktivieren und es mal auszuprobieren. Deaktiviere Sozialhase mal. Und jetzt aktiviere Sozialhase. Ja, jemand welche... Ach nee, unser Artikel ist ausgelaufen. Schade, uns will keiner was kaufen. Na gut. Jetzt haben wir immer noch 489 Follower. Ich verstehe das nicht, Mann. Gut, Girls. Dann ab in die Umkleide. Du kannst dein Objekt dann direkt wieder hier... Dinge. Girl. Bist denn du? Ah ja, du gehst erst in die Umkleide. Okay, dann machen wir jetzt erstmal das Outfit. Da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Und dann, also für Olivia und für Hazel. Okay, bei ihr ging es jetzt mega schnell. Also das ist Olivias Abschlussball-Outfit. Ich finde, das Kleid steht ihr super gut. Sie sieht ganz, ganz toll aus damit. Und bei Hazel bin ich natürlich ein paar Stufen weitergegangen, denn sie will ja unbedingt Abschlussballkönigin werden. Und dieses Kleid steht ihr unwahrscheinlich gut. Sie ist einfach der geborene Star, Leute. Sie ist der geborene Star. Ich liebe sie so, so sehr. Und ich freue mich, dass ihr das Outfit so gut gefällt und das ist es. Vor allen Dingen, ich freue mich, dass ihr das Outfit gefällt. Vielleicht gefällt es ihr ja gar nicht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es ihr gefallen wird. Es wird dir schon gefallen. Siehst du, das ist doch Punkt. Boah, wir müssen aber unbedingt noch duschen vorher, ne? Kannst du drüber reden, dass du shoppen warst? Ja, über neues Outfit post, energiegeladene Story. Ich bewerte jetzt einfach so ein paar Sachen. Es verbessert sich halt aber auch nichts, ne? Ich nehme jetzt mal irgendwelche Leute in meine Liste mit auf. Luis und Marilyn. Und Luis, können wir ja eine freundschaftliche Nachricht schreiben. So. Es ändert sich einfach nichts an unserem Dings da oben, ne? Das fühlt sich für mich irgendwie buggy an. Also wenn das jetzt bis heute Abend nicht von selbst abgeschlossen ist, dann mache ich das über die UI-Mod, dass wir das haben. Weil das finde ich echt blöd sonst. Okay, dann gehen wir nochmal schnell nach Hause. Oh, du siehst ja cool aus, Timothy. Nice Look, ey. Richtig nicer Look. Boah, unser Girl ist richtig stinkig. So, dann bewirb doch nochmal dein Outfit, meine ich. Und geh mal duschen, damit du gut riechst für den Abschlussball. Die anderen Mädels sind fit. Leider ist der Outfit-Hype gesunken. Okay, das macht nichts. Hä, das will ja schon wieder jemand was kaufen. Boah, jetzt aktuell ist aber schon gut, ne? Guck mal, da will wieder jemand was kaufen. Hast du es jetzt weggeschickt? Hallo? Mach doch. Gut. Finde ich gut, Girl. Hast du fein gemacht. Das werden wir auch für 200 Simoleons anbieten. Hä, das ist ja immer noch hier drin. Sie hat es doch gerade verkauft. Wieso verschwindet das denn nicht? Naja, wir gehen zum Abschlussball. Ist in Ordnung. Dann verkaufen wir es halt später. Klappt alles wunderbar heute. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal zum Abschlussball gehen. So. Okay, können wir direkt abstimmen? Abschlussball-Königin wählen. Ich wollte gerade sagen, wieso kann Olivia nicht Hazel wählen? Oh, Hazel. Und Abschlussball-Narren, Caleb. So, das ist das, was du tun willst. Ja.
Geil, Leute, geil. Tipps zum Post auf Sozialhasen geben. Können wir machen. Können wir ihr sagen, dass wir krasse Ballhoheit sind? Heute ist halt einfach auch Silvester. Wie krass ist das? Hä, wieso können wir ihr das nicht sagen, dass wir krass sind? Leute, ihr müsst alle für uns voten. Wisst ihr das eigentlich? Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich will Ballhoheit sein. Ey, weh, die voten nicht für uns. Ich kann die nicht beeinflussen. Ich kann die Leute nicht beeinflussen. Mit jemandem tratschen. Wir tratschen jetzt mit Hugo. Hugo, lass uns tratschen. Dann machen wir ein Foto mit Olivia. Los, Girl. Votest du für uns? Ich sag's dir, wenn du jetzt, Sophia, wenn du jetzt falsch abgestimmt hast, gibt's richtig Ärger. So, wir machen ein Foto mit unserer besten Freundin. Hat es geklappt? Hat es. Ein unwohles Foto machen. Machen wir noch ein romantisches mit Caleb. Dann gehen wir tanzen. So, haben wir jetzt ein Foto gemacht? Schnell, schnell. Bitte, 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 lass es uns sein. Bitte. Nein! What? Es ist schon wieder Olivia geworden. Oh. Und schon wieder Caleb. Oh, das ist hart. Oh mein Gott. Das ist hart. Das ist hart für unsere Hazel. Oh mein Gott, Leute. Boah, das wird ihr jetzt bestimmt wehtun, ey. Oh, sie ist auf Toilette gegangen. Sicherlich ist sie jetzt super traurig. Boah, also das finde ich hart, ey. Das finde ich richtig hart. Ich glaube, das wird sie Olivia jetzt auch sagen. Streiten, über Schule streiten. Was fällt dir ein? Ich bin Ballkönigin. Wir hatten das ausgemacht. Olivia! Was? Was ist denn jetzt los? Hazel, ich kann nichts dafür, dass ich gewotet wurde. Du bist immer besser als ich in der Schule. Und jetzt auch noch meinen Titel zu nehmen. Ich habe alles auf diesen Tag gesetzt. Es war mir so wichtig, Ballkönigin zu werden. Das wusstest du, Olivia. Hazel, sei mir nicht böse. Ich kann doch nichts dafür, wenn sie für mich abstimmen. Ich soll nicht böse sein. Ich soll nicht böse sein. Ich bin richtig böse. Und dann auch noch mit Caleb. Hazel, jetzt sei doch nicht so. Sei doch jetzt nicht sauer auf deine Freundin. Freundin? Was ist das für eine Freundin, die mir den Titel stiehlt? Ich bin so sauer. Hey, Hazel, immer mit der Ruhe. Das ist immer noch in einer Schule. Schule ist mir scheißegal. Ich dachte, wir wären Freunde. Freunde tun sowas nicht. So, nämlich. Jetzt sagt sie noch, sieh zu, wie du allein nach Hause kommst, Olivia. Oh, jetzt sei doch nicht so sauer, Hazel. Ich habe halt einfach besser abgeschnitten als du. Ach, als ob. Weißt du was? Ich gehe. Mach doch, was du willst. Und jetzt rennt Hazel total sauer und traurig raus. Und sie will auch keine Aftershow-Party mehr machen. Huch, was ist denn jetzt los? Was wird denn da jetzt gebaut? Hey. Sie setzt sich jetzt hier draußen hin in ihrem Abschlussballkleid und ist extrem wütend, weil sie schon wieder keine Ballkönigin wurde, obwohl sie alles dafür getan hat. Diese arme Maus, es tut mir so leid, ey. Guckt sie euch an, sie ist so wunderschön. Oh. Du musst jetzt aber nicht auf der Parkbank schlafen, Girl. Oh, Leute, ich weine gleich mit ihr, ey. Sie wollte doch nur unbedingt Ballkönigin werden. Das war doch ihr einziger Traum. Ach, Girl, es tut mir leid für dich. Geh nach Hause, komm. Geh nach Hause. Die Enttäuschung macht dich nur stärker. Sie wird nur stärker daraus hervorgehen, Leute, ich sag's euch. So, sie ist jetzt zu Hause und wird sich jetzt in ihr Bett legen. Sie will gar niemand sehen und will einfach nur in ihr Bett sich ausheulen und schlafen gehen. Und Billy hört das Poltern und Rumpeln und hört, dass wohl jetzt auch Hazel heimgekommen ist und wird jetzt an ihre Zimmertür gehen und sagen, hey, Hazel, ist alles in Ordnung? Und Hazel wird sagen, lasst mich in Ruhe, lasst mich einfach alle in Ruhe. Aber was ist denn passiert? Okay. Ja, sie kriegt keine Antwort. Und deswegen wird sie sich jetzt nochmal an ihren PC setzen, nochmal einen Blog-Eintrag schreiben. Wo denn? Oh, geht es schon wieder nicht. Dann wird sie schreiben und dann wird sie sich auch wieder schlafen legen. Und ich würde es jetzt so machen, dass wir alle drei zu jungen Erwachsenen werden lassen über den MC Command Center. Wir schmeißen jetzt, oder schmeißen wir eine Party? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe die Alterung pausiert. Ich mache das jetzt über den MC Command Center. Weil wir können ja jetzt nicht alle drei gleichzeitig Geburtstag haben. Das wäre auch ein bisschen strange. Und, oh, da müssen wir ja wählen, was sie werden. Hä, aber Überfliegerin ist ja immer noch mit drin. Okay, wait. Ich würde sagen, also wir haben gesagt, Olivia wird ja Redakteurin, also sowas, ne, beruflich. Gibt es da irgendwas, was wir machen können, was dazu passt? Computerfreak? Nerdhirn, glaube ich, ist für sie einfach perfekt. Und dann, sie ist schon eine Perfektionistin, oder? Ich denke, das passt zu ihr. Dann machen wir das noch bei Billy, weil Überfliegerin scheint zu bleiben und es war ja auch was sie als Teenagerin bekommen hat. Hätten wir vielleicht doch noch ein bisschen Zeit. Guck mal, du musst auch älter werden zu jungen Erwachsenen. Und Hazel machen wir dann auch. Unbeholfen bleibt auch bei ihr. Okay. Und dann würde ich ihr wissen... Nee, warte mal, wo war Schreiben? Kreativ, glaube ich, ne? Kreativität. Bestseller-Autorin. Und vielleicht... Was passt denn zu ihr? Vielleicht gut einfach? Sie ist schon... Oh mein Gott!
Erschrick mich doch bitte nicht so. Herzlichen Glückwunsch, Billy hat ihren Highschool-Abschluss mit Auszeichnung abgeschlossen. Die viele Arbeit hat sich ausgezahlt und jetzt wird es Zeit, die Früchte zu ernten. Sie startet als Erwachsene, junge Erwachsene, mit einer so hohen Leistung in eine Karriere, wie sie auch in der Highschool erbracht hat. Okay, Diplom erhalten. Mhm. Oh, Hazel hat ganz doll Albträume. Die arme Maus, Leute. So, du auch, Hazel. Ja! Okay. Also, bei Hazel wird es ja so sein, sie wird ja Schauspielerin werden. Deswegen geben wir ihr jetzt das Bestreben Profi-Schauspielerin. Also, ach scheiße, jetzt habe ich das andere nicht abgeschlossen, gell? Naja, gut. Naja, gut. Ist jetzt schade. Ich glaube, das wird jetzt nee, warte mal, oder? Ach, was weiß denn ich, Leute? Ich glaube, das wird jetzt automatisch überschrieben. Ich bin ein bisschen verwirrt, glaube ich, manchmal. Was könnten wir geben? Wartungsintensiv wäre halt irgendwie passend, ne? Ich denke, wartungsintensiv passt ganz gut zu ihr. Wir gucken mal, wie stressig das wird, weil es kann sein, dass es wirklich anstrengend wird mit ihr. Glückwunsch, Hazel hat erfolgreich die Highschool abgeschlossen. Sie kann mit hoch erhobenem Kopf in die Welt hinausschreiten, denn ihr stehen nun alle Türe offen. Die Zukunft erwartet sie. Ja, also leider haben wir das mit dem Bestreben jetzt verkackt, aber ich denke, das war auch ein Bug gewesen, weil der hätte das Auto, also sie hat ja über, keine Ahnung, 400 Follower. Das hätte eigentlich gehen müssen, aber es ging ja, wie gesagt, leider nicht. Was wir jetzt machen können, wir können sie jetzt alle nochmal ins Bett schicken und dann können wir ihnen das Studium starten. Was machst denn du jetzt? Geht ihr bitte alle nochmal ins Bett? Ich wäre euch dankbar. Okay, und auch Hazel hat jetzt ein Highschool-Diplom erhalten. Das müsste hier irgendwo sein, oder? Wo ist denn das? Keine Ahnung. Oh, und es ist jetzt Frühlingsanfang. Wie schön. Sehr gut. Dann geh mal auf die Toilette. Sie ist richtig stinkig, ey. Und dann kannst du mal die Post reinholen. Und dann können wir die beiden Artikel verkaufen. Ja! Wenn sie das mal macht, ne? Was ist das? Uni-Zulassungsbescheid. Adressiert an Olivia. Ja, mit ihr redet sie ja gerade nicht. Leute, ich krieg da eine Last Exception. Warum? Aha, jetzt ging's oder was? Und das da? Geht es auch? Jetzt geht's. Maximierte Fähigkeit. Sie hat die Unternehmerfähigkeit maximiert. Oh mein Gott, ist das großartig. Okay, wir haben den Uni-Bescheid für Olivia bekommen. Das heißt, sie kann sich jetzt an der Uni einschreiben. Perfekt. Und sie soll sich auf jeden Fall in Pride Chester einschreiben. Das haben wir ja schon gesagt. Universität an Uni einschreiben. Kannst du das auch schon? Nee. An Universität bewerben und du auch. So, du wirst ins Pride. Wir gehen alle ins Pride Chester. Oh, was haben wir ihr gesagt, geben bei ihr? Oh nein, vergessen. Literatur und Sprache wollte ich ihr geben. Genau. So, da wir ja nicht aktiv mit ihnen spielen, zumindest will ich nicht aktiv mit ihnen studieren, lasse ich sie das jetzt mit einem Kurs machen. Dann wird Billy sich auch bewerben und unsere Hazel auch. Und Hazel wird aber die Uni abbrechen. Sie wird die Karriere ohne das Studium schaffen. Wir werden jetzt ein, zwei Parts mit ihr studieren. Und ja, dann wird sie die Uni abbrechen, wie gesagt. Sie wird halt auch merken, dass sie mit dem Verkauf der Klamotten gut leben kann und damit will sie dann sich alles Mögliche, ja, verdienen sozusagen. So, die beiden haben sich jetzt beworben. Sehr schön. Dann verkaufen wir die Sachen hier noch. Und dann gehen wir mal in die Küche. Oh, wer klopft? Irgendeine Frau. Oh mein Gott, wir haben direkt wieder was verkauft. Wir sind so krass, Leute. Oh, verrückt. Einfach verrückt. Okay, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, dass wir... Wollen wir mal schauen, in welchem Apartment sie dann leben wird? Wir gehen mal gucken, wo Hazel danach hinzieht. Also wie gesagt, ich würde noch so einen vollen Part in dieser Wohnung dann bleiben mit dem Studium und dann wird sie vielleicht einfach noch weiterhin Streit mit Olivia haben. Das passt irgendwie ganz gut in die Geschichte gerade und wird deswegen aus dieser WG sozusagen, die wir jetzt immer noch haben, nee, gar nicht WG, sondern aus der WG, ausziehen und wird in die Stadt ziehen, weil sie ja da sowieso Karriere machen will in San Myshuno. Und sie wird sich wieder mit Olivia vertragen, aber erstmal zieht sie aus und hat Streit mit ihr. So, das ist ein guter Plan. Dann können wir mal gucken, welches Apartment wir nehmen wollen. Ich würde gerne mal eins nehmen, in dem ich noch nie gelebt habe. Das hier zum Beispiel kenne ich, die beiden kenne ich nicht. Wir schmeißen die Leute dann natürlich raus, die da gerade drin wohnen. Also wir brauchen erstmal ein kleines Apartment, weil wir können uns ja nichts leisten. Die sind alle zu groß. Zu groß. Ja, gut. Ne? Okay, Penthouse. Hier unten habe ich noch nie gelebt, sehe ich gerade. Ich habe hier einfach noch nie gelebt, hier unten. Das finde ich auch fast schon zu groß. Das hier, zeig mal. Party-Location, das passt ja. Das ist ein Erdbebengebiet, aber es ist eine Party-Location. Nee, warte mal, das sind zwei Etagen. Entschuldigung, nehme ich zurück. Machen wir nicht. Was ist denn hiermit? Das sieht relativ klein aus. Da könnte man die Wand durchbrechen.
Ja, da hat sie halt gleich ein Wohnzimmer mit drin, ne? Das ist auch wieder zu groß, finde ich. Das ist auch zu groß eigentlich. Na, wobei, so groß ist das gar nicht. Ich schmeiß mal die Lady hier raus und wir gucken uns das mal an. Luxusallee. Wieso heißt denn das Luxusallee? So luxuriös ist das jetzt ja nett. Aber es ist halt das Modeviertel und das, glaube ich, passt zu ihr auch sehr gut. Das Modeviertel. Ich glaube, das passt. Ihr Lieben, wir gucken uns das mal an. Ja, Schlafzimmer. Es ist super eng. Ich würde hier die Wand rausreißen. Die Küche kann bleiben. Die ist super eklig und muckelig. Schön. Richtig gut. Oh mein Gott, was ist denn das hier? Ist hier einfach jemand umgebracht worden? Oh mein Gott, können wir das gar nicht wegmachen? Das ist ja gruselig. Hier wurde einfach jemand getötet. Aber das hier ist schon hübsch, ne? Dann nehmen wir doch das. Dann steht es jetzt fest, die Luxusallee 21-13-13. Dann wird sie hier eine Wohnung haben. Wir müssen mal schauen, wie viel die Wohnung kostet. Das weiß ich jetzt noch gar nicht. Steht es da mit dabei? Nee. Es ist aber reparaturbedürftig. Ja, aber das passt doch eigentlich ganz gut. Ja, ich freue mich, ihr Lieben. Also, wenn ihr noch andere Vorschläge habt, könnt ihr mir sie natürlich gerne wie immer in die Kommentare schicken. Ansonsten würde ich erstmal das Apartment jetzt im Blick behalten und dann spielen wir noch ein Part zu Hause in der WG und werden das Studium anfangen. Ich denke, dass sie dann auch im nächsten Part direkt zu Beginn schon das Bescheid kriegt, dass sie eben an der Uni starten kann. Und dann wird sie die Uni schmeißen und wird dann hierher ziehen im Ende nächsten Parts, Anfang übernächsten Parts sozusagen und wird dann hier ihr Leben starten. Und dann werde ich das Dokument mit den offiziellen Regeln zu ihrer Generation auch rausholen und dann hart daran arbeiten, dass sie ihre Geschichte schreiben. Wie gesagt, mit Olivia wird sie sich irgendwann bestimmt wieder verstehen. Jetzt erstmal ist aber Krieg und die beiden werden auch noch weiterhin streiten. Dann wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag, Mittag, Abend, meine Lieben. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Part gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Tschüssli!